Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Journey. Wir haben die Danny-Anfangskampagne und die Alex-Anfangskampagne schon gespielt. Jetzt ist Kimi dran. Wie läuft es in der Nationalmannschaft so, meine Liebe? Kim Hunter. Die anderen beiden sind schon im August angekommen. Im Juli sollte ja die Saison vorbei sein. Eigentlich schon früher, aber der Zeitstrahl da unten geht bis Juli. Von daher sollten wir ein Zwölftel des Spiels jetzt abgeschlossen haben. Oder des Journey-Modus. Ich denke mal, dass ein paar Monate schneller gehen, zum Beispiel die Winterpause oder sowas. Und wie gesagt, von Mai bis Juli sollte hier auch nicht viel passieren, außer die WM für Kim wahrscheinlich. Aber Alex und Danny sollten noch nicht so viel zu tun haben. Naja, die ist die einzige, bei der ich optisch noch nicht angepasst habe. Deswegen können wir das mal kurz gemeinsam machen. Was haben wir denn so für dich? Wir haben das dunkelrote Shirt und das weiße Shirt. Das dunkelrote Shirt hatte sie, glaube ich, damals schon relativ oft an. Im anderen Kram. In FIFA 2017. Machen wir mal an. Finde ich nämlich cooler als Jeansjacken, muss ich ehrlich sagen. Die hier unten würden schon eher passen, aber Jeansjacken, weiß ich nicht. Passt nicht so zu ihr. Longsleeve? Nee. Nee. Sieht auf jeden Fall nicht mehr aus wie 16, sondern keine Ahnung, wie 30. Wie sieht das aus? Nee, passt überhaupt nicht. Hatte sie das eben? Ne, die hatte sie eben an, ne? Schwarz oder grau oder blau, weiß ich nicht. Skinny Jeans? Nee. Jogginghose auch nicht so als Freizeitlook. Ich meine, wir bleiben mal bei der schwarzen Hose. Und was kriegt sie so für Schuhe? Wohl ein Nike-Vertrag abgeschlossen, wie es aussieht. Deswegen bleiben wir bei Nike-Schuhen. Und nein. FIFA-Menü immer. Frisuren. Oh mein Gott, das ist klassisch, ne? Wie. Gar nicht so schlecht. Nee. Powerponys ist überhaupt nicht meins. Brav. Sugar and Spice, oh mein Gott. Blonde Strähnen. Petit Rosé. Blauer Mix. Warte mal, das sind die blonden Strähnen, ne? Das kann ich nicht aussprechen. Balayage oder so? Balayage? Das sieht für mich aber auch so aus, als wenn da ein bisschen was Blondes mit drin wäre. Weil ich sehe jetzt hier keinen so großen. Naja, ist egal. Ich würde sagen, ich finde die tatsächlich am coolsten. Deswegen nehmen wir die. Und warum hat sie eigentlich ein anderes Outfit an als da? Sogar ein sehr komisches Outfit, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber gut, ein Trikot. Wie sieht die gut in ihr Trikot an? Es gibt nur eine Trikotform, das ist natürlich schade. Aus der Hose, in der Hose. Nee, auf jeden Fall außerhalb. Ärmellänge, was passt denn zu Kim am besten? Ich würde sagen, sie orientiert sich ein bisschen an ihrem Bruderchen. Unten macht es so und Fußballschuhe sind mir eigentlich völlig egal, wobei ich weiße Schuhe zu den weißen Trikots, die müssen ja immer rausstechen. Man hat ja immer Verträge mit diesen Fußballschuhherstellern, das heißt, die müssen ja knallbunt sein, wirklich rausstechen. Wenn die dann sich mit dem Trikot quasi vereinen, ist das ja unpraktisch, nur das sieht irgendwie ziemlich kacke aus. Das heißt, grau zu den weißen Stutzen passt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Nehmen wir mal das. Das fällt auf. Heißt, der kann so ordentlich Werbegeld für einnehmen, dass sie jetzt hier die Puma-Schuhe waren, das glaube ich, oder? Nee, auch Nike. Sie hat nur Nike. Frauen haben scheinbar hier nur Nike-Schuhe. Weil Alex und Danny hatten ja, glaube ich, sehr viele Adidas-Dinger. Die letzten Jahre war ja auch immer Adidas Hauptsponsor hiervon. Kann sein, dass Nike das mittlerweile übernommen hat. Ist aber auch egal. Wir machen jetzt erstmal kurz Social Media. Alex Morgan, ja, das ist quasi der Ronaldo von den Frauen. Sagen wir es mal so, also weil ich sage das jetzt aus dem Grund, weil Alex bekommt halt immer jetzt so random Tweets von Ronaldo und deswegen wird Kim die wahrscheinlich von Morgan bekommen. Ist egal. Spieltag, USA gegen Kanada. Oh, das ist, glaube ich, sogar ein relativ hartes Duell für die da oben. Also nicht hart von Gut Schwierigkeitsgrad, sondern zuhören, von Ladies. Rivalität. Heute brauche ich Kampfbereitschaft. In Frankreich sind wir eh. Okay, aber heute geht's gegen Kanada. Die sind erfolgshungrig. Die sind deshalb hungrig, weil sie uns erst dreimal besiegt haben.
Zuletzt im Jahre 2001. Soll heute Sieg Nummer 4 folgen? Nein. Morgen, Hunter. Die Trainerin will euch als Sturmduo sehen. Sie hofft, dass ihr euch als Tandem vorne durchsetzen könnt. Und durchsetzen bedeutet Tore. Enttäuscht sie nicht, okay? Los geht's. Auf geht's, USA. Ich weiß, dass die Morgen heißt, aber trotzdem, es hat sich gerade so komisch angehört im Sinne von, wollt ihr, dass das heute passiert? Morgen, Hunter, wo ich mir gedacht habe, wie, morgen kann das passieren, aber heute, wollt ihr, dass das heute passiert? Okay, wir haben, das ist, das Duo-System von FIFA 18 wurde also quasi für Kim übernommen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich spiele lieber das ganze Team, nur dieses Duo da vorne ist irgendwie total strange. Das war halt nur die beiden Stürmer spielen und hoffen, dass die da hinten irgendwas geschissen bekommen, ist irgendwie nicht so mein Ding. Gewinne das Nordamerika-Qualifikationsspiel gegen Kanada ist also unsere Kapitel 2-Aufgabe für Kim. Das heißt, so viele Nationalspiele werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, es ist ja auch normal, dass man nicht so viele Nationalspiele, ja eigentlich immer nur maximal 2 in einem Monat, wenn überhaupt. Manchmal auch alle 2-3 Monate nur 2 Nationalspiele. Los, Ladies, Einsatz und volle Pulle. Unser Gareth. Warum sagt die eigentlich an? Die sind nicht mal Kapitän bei denen. Naja. Wollte gerade schon sagen, super Stimmung, aber der Ton war doch noch nicht an. Nein, Wolfhus und Frank Buschmann sind heute wieder zu Hause geblieben. Es geht los. Und da unten sehen wir tatsächlich unseren Rivalen auf dem gegnerischen Feld extra markiert. Kimi, den musst du doch machen. Das war so eine Riesenchance. Direkt am Anfang gleich mein Statement setzen. Okay, also die beiden da vorne sollen Tore machen. Das wurde uns hier am Anfang relativ klar gemacht. Ach, schade. Er hätte morgen richtig schön durchstarten können. FIFA 18 war das wirklich einzige Frauenspiel, was ich im kompletten Spiel gemacht habe. Ja, dieses eine im Story-Modus. Und in FIFA 17, als eingeführt wurde, habe ich es auch nur ein oder zweimal ausgetestet und dann nie wieder gespielt. Es spielt sich halt schon so ein klein bisschen anders. Aber mittlerweile ist es schon deutlich ähnlicher geworden, muss ich sagen. Es spielt sich momentan sogar tatsächlich eher so wie FIFA 18. Also hat man das vielleicht gar nicht überarbeitet mit dem neuen Gameplay-System? Also natürlich ein bisschen schon. Das Time-Finish und so ein ganzen Kram ist natürlich mit dabei. Aber ich habe das Gefühl, als wenn das nicht so überarbeitet worden wäre wie das Herrensystem und sich deswegen doch deutlich ähnlicher spielt als das FIFA 18 und FIFA 17 Gameplay als das der Herren. Was sich ja in FIFA 19 doch stark geändert hat. Kim, lauf! Ich meine, man sieht ihr schon an, dass ihr die Stärke, die Robustheit fehlt. Die in FIFA eigentlich etwas wichtiger geworden ist, aber ich weiß halt auch nicht, ob es bei den Frauen so ist. Wie gesagt, das spielt sich alles hier ein bisschen FIFA 18er-like, was ich mir jetzt aber selber schon ein bisschen abgewöhnt hat, FIFA 18-like zu spielen. Da ich jetzt halt schon einige Partien FIFA 19 gespielt habe. Kim! Oh Gott! Also an deinem Abschluss müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen feilen. Das waren, also zumindest das zweite jetzt war echt eine Riesenchance. Oh, der hat den Pfosten, glaube ich, sogar noch gestriffen. Wollte einfach mal den Fernschuss ausprobieren mit dem Time Finish. Sind die Fernschüsse jetzt noch gefährlicher als in den Teilen davor, würde ich sogar fast behaupten. Ich meine, die waren vorher auch schon mit manchen Spielern, wenn die das gut konntest, haben die auch schon Dinge reingeklopft, wo man sich so gedacht hat, ja, als Verteidiger,
Was hätte ich dagegen jetzt tun sollen? Och. Harris. Danke. Das war ein sehr unerwarteter Lupfer, der dann auch unerwartet gefährlich kam. Wo bleibt die Unterstützung? Morgan ist er völlig allein. Kim! Die hat es aber wirklich auf dich abgesehen da, oder? Kim! Du musst doch mal einen Ball ins Tor machen, das ist doch unfassbar. So eine Riesenchance. Vorteil gibt's nicht mehr. Hätte der Gegner ja durchaus. Also er hatte ja den Ball, also von daher wäre das eigentlich Vorteil gewesen, aber was soll's. Morgan. Kim ist jetzt nicht so groß, dass sie jetzt nicht die Kopfballstärkste ist, deswegen wollte ich den unbedingt flach reinbringen. Hat auch gut geklappt, nur dann hat sie leider zum Falschen gepasst. Zur Falschen, sorry. Ich glaube, das ist Gewohnheit, wenn man FIFA spielt. Dass man von ihm spricht. Schon wieder die Falsche gestartet. Ja, du warst im Abseits, deswegen hätte hier auch Kimi laufen sollen. Ey, die hat es ja wirklich auf uns abgesehen. Die steht immer bei uns. Wahrscheinlich ist die uns zugeordnet, deswegen hat die uns am Anfang auch so angeguckt. Aber trotzdem. Habe ich mir schon gedacht, dass die, wenn ich aus dem Weg gehen würde, einen ordentlichen Fernschuss da ablässt. Bei diesen hervorragenden Steilpässen hast du gezeigt, was in dir steckt. Ja, das bringt uns aber nichts. Es wurde am Anfang des Spiels klar und deutlich gemacht, dass wir Tore schießen sollen. Und hier steht es 0-0. Das ist auf jeden Fall das mit Abstand schwerste Spiel bislang, würde ich behaupten. Weil der Gegner echt auf Augenhöhe spielt. Ich meine, bei Danny war halt wirklich nur das Problem, Danny in Szene zu setzen. Ansonsten war das Spiel jetzt nicht so schwer. Oh Gott, war der die eigene im Weg? Das war der unsere eigene Spielerin im Weg. Der war so schön angeschnitten und auch noch perfekt getimed mit dem Time-Finish. Und dann steht sich unsere eigene Spielerin im Weg. Wie sich aber auch jeder die Kim hier sabotiert, ne? Keiner gönnt ihr das. So eine Kacke einfach. Jetzt geht doch! Time finished for the win. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Kimmys erstes Tor in der Nationalmannschaft. Und wunderschön. Puh. Was suchen die? Sisse, verstehe ich. Hat so leider nicht geklappt. Oh Gott. Komm schon. Ball her. Sehr schön. Und jetzt starte Kim. Weiter. Ah. Blödes Gott. Gott, war das eine Scheißflanke morgen. Die ging aber mal sowas von ins Nichts. Oh, aber das war nicht schlecht.
Ja, das war eher schlecht. Mit diesen tollen Steilpilzen hast du gezeigt, was du drauf hast. Ja, hat man gesehen. Aber immerhin haben wir das Tor gemacht und damit haben wir wirklich gezeigt, was wir drauf haben. Denn das war wirklich schön. Ich meine, er hätte noch ein bisschen höher in den Winkel gehen können, aber was soll's, drin ist drin. Harris, vielen Dank. Die sind echt nicht schlecht. Also offensiv definitiv die stärkste Mannschaft, gegen die ich hier bislang von allen Mannschaften in diesem Spiel spielen musste. In diesem Journey-Modus, nicht in diesem Spiel. Mit dem Team habe ich schon den ein oder anderen Online-Gegner gehabt, der offensiv besser war, aber... Ich rede natürlich hier immer vom Journey-Modus. Und da war die Aufstellung geändert, oder warum ist Kim jetzt immer auf dem Flügel? Und morgen da drüben auch. Oh, was für... Oh, komm schon. Den musst du doch reinmachen. Ja, wir sind tatsächlich jetzt, glaube ich, rechter Flügel und linker Flügel mit Morgan und Hunter. Wahrscheinlich eben in Stürmer eingewechselt. Noch einen. Ein 1-0 wohl nicht reicht. 5 Minuten noch. Unsere Konkurrentin ist mittlerweile auch auf dem Flügel. Also die ist uns definitiv zugeteilt. Die hat auch keine feste Position. Deren einzige Aufgabe ist es, die neue im gegnerischen Team richtig eine reinzuhauen. Hat nicht geklappt. Das war jetzt mal gar nichts. Aber es letzte Minute. Kim hat das entscheidende Tor geschossen. Alles gut. Ich glaube, es war sogar von morgen vorbereitet. Von daher sollte die Chemie zwischen den beiden ja auch einigermaßen passen. Letzte Aktion des Spiels. Sehr schön, Harris, und das war's. Genieß es, Kante. Bei der WM läuft das anders. Echt jetzt? Du hast verloren, Trembley. Halt's Maul. Und du bist ihre Mami? Klasse. Was ist Ihr Problem? Du. Keine Ahnung, was die gegen uns haben. Wow. Die sieht völlig anders aus mit offenen Haaren. Die hätte ich nicht wiedererkannt auf dem Foto da unten. Was zum Teufel? Wir sind leider nicht mehr auf dem Match geworden, weil unsere blöde Partnerin einen Punkt mehr hat. Immer diese ollen Mitspieler, die uns auch schon beim Torschuss da behindert haben. Na, das könnte besser werden. Das ist sehr schön. Rivalinnen, was kommt denn da hinten schon wieder? Oh Gott. Ich will doch einfach nur den Journey-Modus spielen. Ich will nicht so viele Kleinigkeiten. Ich habe mein Ticket für Paris gebucht. Der reinste Traum. Wenn du das so entscheiden kannst, dann sehr schön. Torjägerin, Vorbereiterin. Ja, sorry, wir sind aber einfach die Torjägerin, ne? Das ist Alex. Ich glaube, das ist sogar Alex alter Skillbaum aus dem ersten Teil. Zumindest sah der sehr ähnlich aus. Angeschnittener Schuss, Volley, schwacher Fuß, Außenrissschuss. Ja, wir müssen Volleys nehmen, um weiterzukommen. Aber der angeschnittene Schuss ist, finde ich, der wichtigste erstmal. Und dann gehen wir hier hin. Dann machen wir die fairen Zweikämpfe, weil ich möglichst schnell nach hier unten kommen will mit der Beschleunigung. Und der Stärke, die sie auf jeden Fall braucht, Beschleunigung, Stärke, Schussgenauigkeit, sind die Sachen, die mir erstmal am wichtigsten sind. Und dann können wir auf sowas gehen, wie hier Abseitsfall überlisten oder Kopfballgenauigkeit, was sie mit ihrer Körpergröße wahrscheinlich eh nicht so wirklich anstellen kann. Jo, lief aber ganz souverän. Trotzdem glaube ich, dass die Story von Alex, sag ich schon wieder, von Kim jetzt erstmal wieder kurz vorbei ist. Ist sie nicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt damit gerechnet, dass es hier im Juli eh nur ein Länderspiel geben wird. Wir haben uns eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen. Warum kommst du nach Madrid? Ja, wir müssen auch Spiele spielen. Es ist nicht so, als wenn wir keinen Bock hätten, dich zu besuchen.
Obwohl wir uns vor einem halben Jahr noch nicht mehr kannten. Aber naja. Rivalinnen. Wir sind wirklich noch Rivalinnen? Ich dachte, wir sind Partner. Ach, was weiß ich. Trainingsplan. Okay, Training können wir nochmal machen. Dann gibt es vielleicht doch noch zwei Länderspiele, so wie es bei den Herren dann auch ist. Zwei Länderspiele pro Länderspielpause und dann gibt es wieder bei längere Zeit nichts. Bei mir steht jetzt Kim Hunter, das Wunderkind aus dem US-Frauen-Nationalteam. Kim, bei Ihnen läuft es aktuell scheinbar sehr gut. Erstes Länderspiel und jetzt auch noch die jüngste WM-Teilnehmerin. Ja, darüber mache ich mir keinen Kopf. Ich will mich nur darauf konzentrieren, gut für mein Team zu spielen. Und wie sieht Ihr Bruder Alex Ihre Karriere? Vor allem, weil er ja noch kein Länderspiel hat. Gibt es da sowas wie Neid bei den Hansas? Nö. Er unterstützt mich. Die Frage muss Alex beantworten. Ich will mein Bestes geben. Er unterstützt mich natürlich. Alex unterstützt mich super. Er ist ein toller großer Bruder. Aber davon habe ich schon seit meiner Kindheit geträumt. Haben Sie seit seinem Wechsel zu Real mit Alex gesprochen? Wie kommt er denn zurecht? Warum geht's nur um Alex in diesem Gespräch? Gut, denke ich. Ich hatte nach seinem Umzug nach Spanien nicht viel Kontakt. Wie kommt er denn mit der Sprachbarriere zurecht? Stimmt es, dass er gerade Spanisch lernt? Es geht nicht um dich, Kim. Ich glaube schon, ja. Was für eine Top-Info. Und, Was ist das für eine Top-Info, willst du mich verarschen? Von den neuen Team-Outfits. Ist von Nike. Ich glaube, die haben einen Nike-Vertrag mit diesem FIFA. Ist das ein Trainingsanzug? Was hat das denn mit Fußball zu tun? Das ist die richtige Antwort. Die Trikots? Naja, die Zuschauer wüssten sich sorry, ja gern. Sorry, ich gehe jetzt. Bist du gerade aus Manchester rüber geflogen? Ich kenne dich irgendwoher. Vollidiot. Heute dürft ihr nach Lust und Laune schießen. Jo, können wir. Dann machen wir das mal. Schießen wir einfach mal nach Lust und Laune. Torhüterinnen-Duell. Ich bin keine Torhüterin, aber egal. Direktabnahme-Volley. Okay, los geht's. Warum dürfen da eigentlich Reporter einfach so auf dem Trainingsplatz stehen? Jetzt verstehe ich ja, was mit Torhüterinnen-Duell gemeint ist. Das sind doch genau dieselben Trainingsübungen, die wir eben mit Danny beim Abschluss hatten, oder? Dass wir den angeschnittenen Schuss mittlerweile gelernt haben, hilft uns hier auf jeden Fall enorm. Der wird uns auch beim nächsten Spiel enorm helfen. Denn damit ist das hier keine wirkliche Aufgabe. Wenn man einigermaßen die Time-Finish raus hat. Seht ihr ja immer, wenn unser kleines Dreieck da oben eine grüne Umrandung hat, dann habe ich das Time-Finish hinbekommen. Wenn es eine gelbe hat wie jetzt, dann habe ich leicht zu früh gedrückt. So wie jetzt. Wenn es eine rote hat, dann ist es total verkackt und viel zu früh und bei einer grauen, also bei gar keiner Umrandung, dann ist es bei der Leiste grau, dann ist es einfach, als wenn es ein ganz normaler Schuss wäre, ohne, Time-Finish. Okay, Volley. Ich glaube nicht, dass das die Trainings sind, die ich gerade mit Danny gemacht habe, sondern kann sein, dass das genau die sind, die ich gerade in Ultimate Team gemacht habe. Ich habe nämlich kurz vorher hier ein paar Squad-Battles aufgenommen. Und davor hatte ich, glaube ich, genau diese. Nee, bei Squad-Battles war das nicht. Da war es wahrscheinlich Einzelspielersaison, wo man, wo ich, glaube ich, genau diese beiden Trainingssachen hier hatten. Und da kann ich jetzt auf jeden Fall versichern, dass das da auf jeden Fall schwerer ist, den A-Rang zu erreichen, als hier. Hier hat man eine geringere Schwelle, sage ich mal, um den A-Rang zu bekommen. Also hatte ich das Gefühl, bei Danny hat mich da nicht getrügt. Und der Letzte. Na dann, war das ja geschenkt, würde ich behaupten. Wieso haben wir eigentlich bei der Volley, ja gut, Kopfballpräzision rein, theoretisch hätte man die auch mit dem Kopf nehmen können, ja, okay. Du warst heute absolut überragend. Hat mir gefallen. Ja, danke für die ausführliche Information über unsere Leistung.
Ist das Spanien? Nee, oder? Los Angeles, ja, okay. Gucken wir noch kurz, was passiert. Sollte ja eigentlich eine Cutscene sein, denke ich mal. Oh, fliegen wir rüber nach Spanien? Ah ne, wir landen in Los Angeles. Ne, doch, wir fliegen rüber nach Spanien. Sehr schön. Wir sind zu Besuch, Alex. Wieso hast du die Jeansjacke an? Ich habe dir gerade was anderes angezogen. Größer als ich dachte. Als Alex nicht am Flughafen war, dachte ich, ich habe das Datum verwechselt. Ich habe ein Taxi genommen. Das war pure Abzocke. Der hat mich gesehen und dachte, Touristin. 106 Euro? Na dann, wie soll er dir erstatten? Komm rein. Ein bisschen zu Kopf gestiegen alles, oder was ist da los? Er hat sie vergessen am Flughafen? Alex, was ist da falsch bei dir? Hey, Nerd. Ich denke, nächste Woche. Ah, seine Managerin. Vielleicht sollten wir beides gleichzeitig machen. Die stellen doch eh immer die gleichen Fragen. Du musst am Standing bei den Journalisten arbeiten. Oh, oh. Das ist ein wichtiger Alex. Beim Aufbau deiner Marke. Alex! Alex, willst du vielleicht mal deine Schwester begrüßen? Kat, wir arbeiten gerade. Sie war ganz allein am Flughafen. Sie kommt allein in eine fremde Stadt. Und von dir keine Spur. Hat das deine komplette Entourage vergessen? Entourage. Mom, chill. Ich bin gleich fertig. Ich werde nicht chillen. Überleg dir einfach mal, was wichtig ist. Das alles hier? Ist unwichtig, Alex. Denkst du, die wären noch hier, wenn deine Karriere irgendwann mal vorbei ist? Genau das meine ich nämlich. Der da? Oder der? Die Familie war dir mal das Wichtigste, Junge. Erinnerst du dich? Aber jetzt gibst du dich nur noch mit diesen Typen hier ab. Lächerlich. Abgehobener geht es nicht. Catherine, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Denk gut nach. Was du mir jetzt entgegenwirfst. Komm, Kleine. Ich kann mir diese Typen einfach nicht mehr ansehen. Lass uns essen gehen. Mom. Vergiss es, weiter. Ich fühle mich, als würde ich meinen eigenen Sohn nicht mehr kennen. Als ich in L.A. losgeflogen bin, habe ich mir das alles anders vorgestellt. Was für ein Zirkus, unglaublich. Warum kann Alex nicht sein wie du? Er tut das, was er für richtig hält. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Nein, Alex muss sich entschuldigen. Er versetzt mich am Flughafen, ignoriert mich einfach. Was ist los mit ihm? Nein. Es tut mir ich liebe Dad, aber er kann ein ziemlicher Idiot sein manchmal. Ja, stimmt. Okay. Gehen wir essen? Magst du kommen? Hä? Halt!
Bleib mal da an, ja? Ich habe eine Idee. Davon hatte ich bereits gehört, dass man verschiedene Szenen, je nachdem welchen Charakter man gerade spielt oder mit welchem Charakter man in diese Szene reingegangen ist, Training mit den Ladies und dem Real Madrid, Trainingsgelände vor dem Testspiel, Danke, Bruderherz, ach du Kacke. Was ich meinte ist, je nachdem, mit welchem Charakter man in eine Szene reingeht, bekommt man da wohl angeblich andere Inhalte zu sehen. Und beziehungsweise aus verschiedenen Perspektiven, ich muss das jetzt gerade in meinem Kopf sammeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Alex in diese Szene gegangen wäre, dann denke ich mal, hätte ich verschiedene Konversationsmöglichkeiten gehabt, wie ich auf unsere Mutter da hätte antworten können. Weil wir haben ja immer dann, wenn quasi Alex mit ihr gesprochen hat, ist ja dann die Kamera rübergezoomt und hat das Gesicht von Kim gezeigt. Wahrscheinlich, um zu zeigen, du bist jetzt gerade Kim, du hast jetzt keinerlei Möglichkeit, in diese Interaktion irgendwie einzugreifen. Und deswegen stand da ja auch am Anfang, man kann die Story auf verschiedene Art und Weise spielen, um allerdings das ideale Storygefühl zu bekommen, sollte man den Empfehlungen des Spiels folgen. Und die Empfehlung des Spiels damit gehört, wir sollen Kim nehmen. Einfach aus dem Grund, damit wir jetzt wahrscheinlich diese Szene hier im Auto noch miterlebt hätten. Die hätten wir aus Alex' Sicht nicht miterlebt. Also, naja. Schon nochmal ganz kurz, präzise Flanken und präzise Elfmeter, die machen wir noch schnell und dann ist der heutige Part auch schon wieder vorbei. Und ich denke mal, dass dann Kims Geschichte auch vorbei ist. Wobei, nee, Training vor dem Länderspiel. Ihr wisst, was Sache ist. Also leg los. Ich würde gerne wissen, was für eine Idee sie hatte. Weil das hier hat jetzt ja nichts mit der Idee zu tun, die sie hatte, oder? Dieses Training auf dem Real Madrid-Testgelände. Wunderbar, das war doch ein guter erster Versuch. Das auch. Ich meine, da hat Kim zwar jetzt nicht wirklich was mit zu tun, wenn die anderen sich hier gegenseitig die Bälle zu flanken. Okay, die Flanke war richtig kacke. Machen wir es mal so. Fuck. Ah, das ist wieder besser. Ja, noch 4 weitere Versuche. Das wird auf jeden Fall hinhauen. Damit haben wir es jetzt nämlich schon. Wunderbar, der nächste A-Rang für uns. Also, wie geht Kim da nicht wirklich was mit zu tun, aber was soll's. Und, komm, schicken wir nochmal Kim dahin. Darf die auch nochmal köpfen und die verwandelt die Kopfbälle nämlich wenigstens. Im Gegensatz zu der anderen da vorne. Wunderbar. Und den Elfmetertraining. Das Elfmetertraining. Das ist, denke ich mal, nicht schwer. Sagt er, wird wahrscheinlich gleich verkacken. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn der Pfeil nicht da ist, dann könnte es schon etwas anstrengender werden. Hm. Okay. Und da noch an. Wow. Okay, es ist aus dem Grund schwer, weil Alex Elfmeterwert halt einfach so beschissen ist, dass die jetzt selbst die leichtesten ziemlich weit verzieht. Das ist die Schwierigkeit daran, ich verstehe. Aber wenn wir den machen, sollten wir trotzdem noch im First Try hinbekommen. Wenn nicht, dann machen wir es halt im nächsten. Ich mache halt einfach nur nicht stark genug. Ich mache einfach nur so leicht, dann kann es auch nicht wirklich viel verziehen. Und das war's dann mit dem heutigen Part. Es sei denn, es kommt jetzt noch eine Szene, die würden wir uns noch anschauen. Es freut mich, wenn junge Spielerinnen immer besser werden. Ja, vor allem, wenn sie in der Nationalmannschaft spielen. Danke. Würde mich das auch freuen, wenn sie in meiner Nationalmannschaft spielen und immer besser werden. Schicke Fotos. Aber da ja da eben stand Training auf dem Trainingsgelände vom Real Madrid vor dem Testspiel, gehe ich mal davon aus, dass da jetzt gleich wirklich das Testspiel kommen wird.
Des Kellyn, Camino Sanova ist mir völlig egal. Kommt er jetzt ins Testspiel? Ja, gegen Italien. Das, wie gesagt, im nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaltet noch wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.